Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich darf Sie herzlich begrüßen zur Ringvorlesung. Ich habe die Freude und Ehre, Ihnen unseren Gast an dem heutigen Abend, Herrn Professor Mischa Meyer, vorstellen zu dürfen. Professor Meyer, Jahrgang 1971, hat sein Abitur am hiesigen Burggymnasium gemacht und dann in Bochum klassische Philologie und Geschichte sowie Pädagogik studiert. 1998 wurde er dort mit einer im gleichen Jahr noch publizierten Arbeit über Aristokraten und Damoden, Untersuchungen zur inneren Entwicklung Spartas im 7. Jahrhundert vor Christus und zur politischen Funktion der Dichtung des Tyrtaios bei Professor Karl Wilhelm Wellwey promoviert. Ich darf schon mit einer Anekdote anfangen, denn schon zu dieser Zeit, Ende der 1990er Jahre, war Mischa Meyer vielen Altertumswissenschaftlern ein Begriff. Denn er hatte damals in den ersten Band des Neuen Pauli das Lemma Apopudobalia über den antiken Fußball hineingeschmuggelt. Unter anderem mit der Literaturangabe eine Festschrift für M. Sammer. Ja. Trotzdem, würde ich sagen, folgte schon Ende 2002 die Habilitation an der Universität Bielefeld. Im Folgejahr erschien sie unter dem Titel Das andere Zeitalter Justinians, Kontingenzerfahrung und Kontingenzbewältigung im 6. Jahrhundert nach Christus. Meyer verbindet in diesem monumentalen Werk den politikgeschichtlichen und den mentalitätsgeschichtlichen Ansatz miteinander. Einerseits untersucht er den Umgang Justinians mit den Katastrophen, insbesondere mit Kriegsgräulen, Naturkatastrophen, auch den Krankheiten, Epidemien der sogenannten Justinianischen Pest. Und er untersucht insbesondere, inwieweit diese Katastrophen, die Maßnahmen und das politische Leben des Kaisers, politische Handeln des Kaisers beeinflusst haben. Andererseits widmet er sich auch den Auswirkungen der Katastrophen auf die Mentalität der Reichsbevölkerung. Ziel der Arbeit ist es, so darf ich ihn zitieren, die Interaktion, jeweils verstanden als Interreaktion auf bestimmte Katastrophen, von Kaiser und verschiedenen Gruppen innerhalb der Bevölkerung darzustellen und als wesentliches Movens für politisch-gesellschaftliche sowie mentalitätengeschichtliche, insbesondere religiöse Entwicklungen im 6. Jahrhundert herauszuarbeiten. Zitat Ende. Die Entwicklungen während der Herrschaft Justinians, so Meyers Kernthese, wurden weit weniger durch die Person des Kaisers als vielmehr von den zahlreichen Katastrophen während seiner Regierung beeinflusst. Diese Arbeit wurde 2004 auf dem Kieler Historikertag mit dem Habilitationspreis des Historikerverbandes ausgezeichnet. Und in einem Beck-Wissen-Bändchen aus demselben Jahr hat Herr Meyer seine Einsichten auch einem größeren Publikum zugänglich gemacht. Im selben Jahr 2004 wurde er auf die C3-Professur, die dann später in eine W3-Professur umgewandelt wurde, an die Universität Tübingen berufen. Weitere Rufe folgten, die er jedoch abgelehnt hat, sodass wir ihn weiterhin in Tübingen antreffen können. Er ist ordentliches Mitglied der Heidelberger Akademie und hat 2012 den Preis der Abi-Warburg-Stiftung und 2015 den Preis Karl-Christ-Preis für alte Geschichte erhalten. Er ist Herausgeber verschiedener Reihen und Zeitschriften, von denen ich nur als vielleicht renommierteste die Historia nennen möchte. Bloß an Monographien möchte ich, das sind nicht alle, die ich aufzähle,
diejenigen aus dem Bereich der Antike erwähnen. Es gibt daneben auch noch zu Richard Wagner und der Antike. Jedenfalls die den rein antiken Bereich betreffen, eine Biografie zu Anastasius dem Ersten und zusammen mit Steffen Patzold verfasst eine Darstellung des Jahres 410 nach Christus sowie eine Akademieabhandlung zu Caesar und dem Problem der Monarchie. An die 100 Aufsätze, allein 14 Bände, die er allein oder mit anderen zusammen herausgegeben hat, komplettieren das Werk, und die weit gespannten Forschungsinteressen von Herrn Mayern lassen sich auch am besten aus einer Auswahl seiner derzeitigen Projekte ablesen. Da ist an erster Stelle zu nennen der ein historisch-philologischer Kommentar zu der Chronik des Johannes Malalas, einem griechischsprachigen Chronisten des 6. Jahrhunderts nach Christus. Dann ein DFG-gefördertes Projekt zum Vergleich von gesellschaftlichen und politischen Strukturen im archaisch-klassischen Griechenland mit denen des mittelalterlichen Islands. Und allein zwei Teilprojekte bestreitet Herr Mayer im SFB bedrohte Orten, dem Tübinger SFB bedrohte Ordnung, zum einen über Erdbeben als Bedrohung sozialer Ordnung und dann noch ein Teilprojekt zur Bedrohung des Oströmischen Reiches um das Jahr 500. Sie merken, ich könnte das auch noch weiter fortführen. Sie wollen aber weniger über Herrn Mayer und seine Aktivitäten etwas hören, als vielmehr von ihm. Lieber Micha, wir sind gespannt auf deinen Vortrag. Ja, ganz herzlichen Dank für die überschwängliche Einführung und auch überhaupt für die Einladung hierher nach Essen. Sie haben es gehört, das ist so halb meine Heimatstadt. Ich habe hier Abitur gemacht, bin hier zur Schule gegangen, also ich komme aus Bochum. Insofern bin ich heute so ein bisschen nach Hause gekommen. Jetzt aber zum Thema. Im Sommer des Jahres 449 brach in der oströmischen Hauptstadt Konstantinopel eine Delegation in Richtung des von den Hunnen beherrschten Gebietes nördlich der unteren Donau auf. Sie sollte den Groll des Hunnenherrschers Attila beschwichtigen, der den Römern in zahlreichen Gesandtschaften vorgeworfen hatte, sie seien den Vereinbarungen des Vertrags von 447, des sogenannten Anatolios-Vertrages, nicht nachgekommen und er deshalb unverhohlen mit Krieg drohte. Offiziell stand die römische Delegation unter der Leitung des Maximinus, eines Offiziers von höherem Rang, der den Historiographen Priskos dazu einlud, ihn zu begleiten. Letzterer wiederum hat einen ausführlichen, wenngleich den strengen Maßgaben der traditionsverbundenen, sogenannten klassizistischen Historiographie verpflichteten und damit schwer zu interpretierenden Bericht über die gemeinsame Reise in den hunnischen Machtbereich verfasst, der in umfangreichen Fragmenten erhalten ist. Was indes weder Priskos noch Maximinus zum Zeitpunkt ihres Aufbruchs aus Konstantinopel wussten. Die Gesandtschaft verfolgte noch ein weiteres, ein geheimes Ziel, die Ermordung Attilas. Die Attentatspläne wurden dem Hunnen jedoch durch seinen vertrauten Edekon, den die Römer irrtümlich auf ihrer Seite gewähnt hatten, hinterbracht, wodurch die gesamte Gesandtschaft in Misskredit und ihre Angehörigen in höchste Lebensgefahr gerieten. Dass die Verhandlungen mit Attila schließlich lediglich ergebnislos blieben, kann vor diesem Hintergrund als höchst schmeichelhafter Ausgang des Unternehmens für die römische Seite bezeichnet werden. Auch wenn der Hunnenherrscher lauthals die Auslieferung des mächtigen Eunuchen Chrysaphios, der das Komplott eingefädelt hatte, forderte und Kaiser Theodosios II., der eingeweiht gewesen war und dem Mordplan zugestimmt hatte, als seinen wertlosen Sklaven, der ihm tributpflichtig sei, beschimpfte. Vieles an den Geschehnissen rund um das Mordkomplott gegen Attila bleibt rätselhaft, nicht zuletzt deshalb, weil wir in seiner Bewertung nahezu vollständig auf den Bericht des Priskus angewiesen sind, der als Mitglied der oströmischen Gesandtschaft maßgeblich in die Vorgänge involviert war und seinem Publikum eine annähernd plausible Darstellung präsentieren musste, die seine eigene Person nicht allzu sehr belastete. Dennoch sind wir als Historiker gefordert, uns ein Urteil über den misslungenen Attentatsversuch zu bilden.
Denn mit dem Kaiser des Oströmischen Reiches und dem Hunnenherrscher waren zwei Akteure in die Ereignisse verwickelt, die zu den prägenden Gestalten des 5. Jahrhunderts zählen. Weitaus wichtiger aber ist, dass der Komplex grundsätzliche Fragen nach den Entscheidungsprozessen und den Durchführungsmechanismen innerhalb der spätrömischen Außenpolitik aufwirft. Vor allem in diesem Feld Erkenntnisfortschritte zu erzielen, werde ich im Folgenden die Geschehniszusammenhänge unter der Leitfrage diskutieren, wie das Komplott insgesamt zu beurteilen ist. Handelte es sich dabei um das Resultat nüchternen Kalküls? Haben wir es mit einer Verzweiflungstat zu tun? Oder präsentiert uns Priskus schlicht ein kühnes, einer lebendigen historischen Darstellung angemessenes und damit möglicherweise rhetorisch überstilisiertes Wagnis, dessen verheerender Ausgang ihm überdies eine weitere Gelegenheit verschaffte, den von ihm wiederholt kritisierten Kaiser Theodosius II. Einmal mehr zu desavouieren? Die Beantwortung dieser Fragen hängt zunächst an der Definition der zugrunde gelegten Kategorien. Bereits ein flüchtiger Blick in die Literatur zeigt dabei rasch, dass es sich weder bei Kalkül noch bei Verzweiflungstat oder Wagnis um etablierte Konzeptbegriffe der historischen Forschung handelt. Insofern kann jeder Versuch einer Definition lediglich eine Annäherung bedeuten. Als Kalkül betrachte ich im Folgenden Handlungen und deren Motivation, die unter nüchterner Abwägung der den Akteuren verfügbaren Option und vermeintlich ohne Konzessionen gegenüber einem irgendwie gearteten Handlungsdruck erfolgen. Gleichsam den Gegenpol zum Kalkül stellt die Verzweiflungstat dar. Mit diesem Terminus bezeichne ich Handlungen, die von Akteuren vollzogen werden, deren Entscheidungen nicht mehr oder allenfalls partiell autonom getroffen werden. Äußere Umstände, Kontingenzen oder andere Faktoren definieren in diesem Fall Handlungsräume, die in der Perspektive der Akteure tendenziell durch Alternativlosigkeit gekennzeichnet sind. Zwischen diesen beiden Polen liegt meines Erachtens das Wagnis, das vom wesentlich besser aufgearbeiteten Begriff des Risiko nur schwer separierbar seit dem Grimm ein aufs Spiel setzen, das jetzt Zitat, beziehungsweise eine gefahrkühne Unternehmung bezeichnet. Ähnlich wie beim Risiko erscheint der Ausgang des gewagten Unternehmens zunächst einmal offen, wobei der Grad der Unkalkuliertheit und Unkalkulierbarkeit deutlich höher erscheint als beim Risiko. Überdies sehe ich im Wagnis einen weitaus stärker wertenden Terminus als im Risiko. Wer wagt, offenbart Kühnheit und Mut. Zeichnet sich sein Handeln durch Erfolg aus, gerät Wagnis vollends zum positiven Bewertungsbegriff. Andernfalls wird aus Wagemut rasch Waghalsigkeit. Wagnis kann in diesen Fällen, da allzu positiv besetzt, nicht mehr als geeigneter Terminus dienen. Der Wagemutige wird vielmehr zum Hasardeur, sein Unternehmen zum gescheiterten Wabankspiel. Damit wird deutlich, dass Wagnis in hohem Maße einen ex post beschreibenden und wertenden Begriff darstellt, der insofern zwangsläufig interpretationsabhängig erscheint. Bedeutet, aus der Perspektive des Historikers bestimmt dieser selbst, was ein Wagnis war und was nicht. Das ist zunächst mal eine relativ bequeme Position für Historiker ist. Mit Blick auf das gegen Attila gerichtete Mordkomplott hat die Forschung bislang nie explizit auf Basis dieser Kategorien argumentiert. Dennoch schimmern sie in der Literatur immer wieder deutlich hervor, wobei jene Stimmen, die den Mordplan als Verzweiflungstat werten, eine klare Mehrheit darstellen. So hat man in dem Bemühen, Attila hinterrücks zu beseitigen, einen Schritt gesehen, Zitat, wie er selbst in der Geschichte der Antike selten ist. Nochmal Zitat, den Versuch einer Gewaltlösung. Gekennzeichnet vor allem durch mangelnde Überlegung auf römischer Seite, nochmal Zitat, indicative of the nadir to which Roman fortunes had sunk. Auf den ersten Blick erscheint diese Deutung nicht unplausibel, zumal dann, wenn man sich die Verwüstung vor Augen führt, die Attilas und Bledas Plünderungszüge auf dem Balkan, vor allem jene der Jahre 441 und 47, zur Folge hatten. Im Jahr 447 waren die Hunnen nicht nur bis zu den Thermopylen, sondern gar in Reichweite Konstantinopels vorgedrungen. Selbst in der Hauptstadt wurde die von ihnen ausgehende Bedrohung damit konkret fühlbar. So ist es gut vorstellbar, dass die um sich greifende Panik, darauf komme ich gleich noch, auch die oströmische Führung erfasste.
Die geplante Ermordung Attilas, ersonnen in einer Situation, als dieser den Druck auf Konstantinopel durch unzählige Gesandtschaften einmal mehr erhöhte, könnte vor diesem Hintergrund als letzter Rettungsversuch in einer ansonsten ausweglos erscheinenden Situation gedeutet werden. Allerdings hat der Althistoriker Doug Lee vor kurzem darauf hingewiesen, dass das Komplott gegen Attila lediglich, Zitat, »the episode known in most detail« innerhalb einer ganzen Reihe versuchter und erfolgreicher Attentate auf auswärtige Herrscher darstellte. Lee trägt für die Phase etwa 360 bis 450 insgesamt 9 entsprechende Fälle zusammen, zu denen weitere 3 bis 6, je nach Einschätzung, für das 6. Jahrhundert treten. Angesichts der Tatsache, dass die Römer in den vorausgehenden Jahrhunderten kaum von diesem Mittel der Politik Gebrauch gemacht hätten, kommt Lee zu der Schlussfolgerung, dass, Zitat, »the clandestine use of abduction and assassination was a distinctive feature of Roman diplomacy during late antiquity«. Was zuvor contrary to Roman values gegolten habe, habe sich seit dem 4. Jahrhundert zu einem Element römischer Realpolitik entwickelt. Die Attentate hätten dabei in der Regel auf solche Herrscher gezielt, denen es gelungen sei, kleinere, politisch instabile Verbände zu größeren Konföderationen zusammenzuschließen, von denen eine für Rom ernstzunehmende Gefahr ausgegangen sei. Sollten Lees Thesen zutreffen, so wäre der Versuch, Attila zu beseitigen, weniger als Verzweiflungstat einzuschätzen, sondern müsste eher als Beispiel für ein spezifisches Element römischer Politik in der Spätantike gewertet werden. Das Vorhaben besäße in diesem Fall eine ganz andere Dimension, weil es sich nicht mehr um eine unüberlegte Notmaßnahme handeln würde, sondern um einen gezielten politischen Schachzug, für dessen Umsetzung Erfahrungswerte vorlagen, die ein gewisses Maß an Kalkulierbarkeit zumindest suggerierten und der sich nicht mehr schlicht auf die sinistren Umtriebe eines Hofeunuchen zurückführen ließe, sondern als Element spätrömischer Realpolitik ein breiteres Fundament unter den politisch Verantwortlichen besessen haben müsste. Der Attentatsversuch gegen den Hunnenherrscher also als Resultat präzisen Kalküls? An diesem Punkt stellt sich die grundsätzliche Frage, wie und auf welcher Grundlage überhaupt entsprechende Einschätzungen vorgenommen werden können. Da unser Quellenmaterial keine exakte Rekonstruktion der Diskussion und Entscheidungsfindungsprozesse innerhalb der oströmischen Führung zulässt, sind wir auf die Analyse ihrer Kontexte und Hintergründe angewiesen, um Einblicke in individuelle und kollektive Handlungsspielräume zu gewinnen und auf dieser Basis zumindest annähernd abwägen zu können, wie ein bestimmtes Vorgehen in einer gegebenen Situation beurteilt werden kann. Diesen Weg möchte ich im Folgenden beschreiten, wobei mit Blick auf die Grundfrage, ob wir es mit einem besonderen Wagnis zu tun haben, vor allem die möglichen Konsequenzen des Mordkomplotts sowie die Überlegung, ob diese den Akteuren bewusst gewesen sein können, im Zentrum meiner Überlegungen stehen werden. Zunächst einmal ist festzuhalten, dass die beiden skizzierten Erklärungsvarianten für das römische Vorgehen gegen Attila in der vorliegenden Form nicht restlos überzeugen. Die Deutung des Komplotts als unüberlegte Verzweiflungstat dürfte in der Tat der anzunehmenden, für uns jedoch nur bruchstückhaft nachvollziehbaren Komplexität der Prozesse politischer Willensbildung und Entscheidungsfindung am oströmischen Kaiserhof nicht gerecht werden und die Schuld an dem missglückten Unternehmen allzu voreilig einem Eunuchen zuschieben, der in der Überlieferung ohnehin nicht den allerbesten Ruf genießt. Lees Einordnung der versuchten Ermordung Attilas in einen neuen, seit der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts hervortretenden Politikstil hingegen verkennt meines Erachtens ihrerseits den qualitativen Unterschied zwischen diesem Vorfall und jenen Beispielen, die er als Vergleichsobjekte heranzieht. Bei keinem der von ihm genannten Opfer handelte es sich um einen Herrscher, dessen Machtpotenzial auch nur ansatzweise mit demjenigen Attilas vergleichbar gewesen wäre. Es geht hier um alemannische oder quadische Warlords, die ebenso temporäre wie regional begrenzte Kriegerverbände kommandierten, um einen armenischen Klientelkönig, um Anführer terwingischer Verbände und einen recht schattenhaften frühen Hunnenherrscher. Keine der von Lee für das 4. und 5. Jahrhundert angeführten Personen reichte jedenfalls entfernt an Attila heran. Hätte man nicht für den Fall der Beseitigung eines Herrschers über einen Kriegerverband, dessen gewaltige Dimensionen sich allenfalls erahnen lassen, mit ganz anderen und letztlich unabsehbaren Konsequenzen rechnen müssen, als in den anderen von Lee diskutierten Beispielen?
Ich denke, dass in der Tat die möglichen Folgen einer Ermordung Attilas den entscheidenden Problemkomplex darstellen, an dem alle weiteren Überlegungen anzusetzen haben. Was nämlich wäre geschehen, wenn es der oströmischen Delegation tatsächlich gelungen wäre, Attila zu beseitigen? Ein Blick auf die Ereignisse 4 Jahre später eröffnet ein mögliches, vielleicht sogar wahrscheinliches Szenario. So wie nach Attilas mehr oder weniger natürlichem Tod 453 wäre sein Kriegerverband wohl schon im Jahr 449 zerfallen, hätte sich in Untergruppen aufgespalten, die gegen die hunnischen Kerngruppen aufbegehrt und diese damit massiv geschwächt hätten. Die römische Diplomatie und Kriegführung hätte sich, wie es dann nach 453 ja auch geschah, jeden dieser Verbände einzeln vornehmen und damit die Situation an der unteren Donau und insbesondere auch in den angrenzenden Provinzen des Reiches wieder stabilisieren können. Dementsprechend kommt Roger Blockley zu dem Schluss, Zitat, "Had the plot succeeded, it would probably have advanced by 4 years the breakup of Attila's empire, which occurred immediately after his death in 453. Blockleys Einschätzung erscheint im Licht der neueren Forschungen zu den Hunnen durchaus plausibel. Seit den Arbeiten Walter Pohls, Timo Sticklers, Peter Heathers und anderer zeichnen sich trotz der defizitären Quellenlage strukturelle Eigentümlichkeiten ab, die vor allem über Vergleiche mit den Awaren und anderen Nomadenverbänden aus der eurasischen Steppe sowie durch die verstärkte Hinzuziehung zunehmend dichterer archäologischer Befunde herausgearbeitet werden konnten. Sie liefern das Bild einer mobilen Kriegerkoalition, die aus zahlreichen, unter Attila und seinen Vorgängern quantitativ zunehmenden Einzelverbänden bestand, ohne einen Ethnogeneseprozess zu durchlaufen, der sich formativ im Sinne einer verstärkten Homogenisierung und Identitätsbildung auf das Gesamtgefüge ausgewirkt hätte. Stattdessen behielten die von den Hunnen unterworfenen Verbände weitgehend ihre bisherige Struktur. Ihre Anführer wurden als hochrangige Gefolgsleute, Priskos bezeichnet sie als Logades, in die Umgebung des Hunnenherrschers aufgenommen, konnten auf diese Art und Weise insbesondere gegenüber ihren eigenen Leuten ihre hohe soziale Stellung demonstrieren, blieben dadurch aber auch unter der Kontrolle der hunnischen Führung. Ethnische Kriterien spielten in dieser eher lose zusammengefügten Kriegerkoalition nur eine sehr geringe Rolle. Zwar lässt sich beobachten, dass mit dem Übergang der Herrschaft über die Kerngruppen von Ruger 434 auf seine Neffen Attila und Bleda oder auch mit der Einsetzung Ellaks durch seinen Vater Attila zum Herrscher über die Akaziren sowie mit den Ansprüchen der Attila-Söhne nach dessen Tod eine dynastische Komponente an Gewicht gewann, die vorher schwächer ausgebildet gewesen zu sein scheint. Doch genügte dies allein nicht, um die Anerkennung der von den Hunnen unterworfenen Verbände zu gewinnen. Letztlich bezogen die hunnischen Herrscher ihr Machtpotenzial aus einer starken charismatischen Komponente, dem Prestige, das sie vor allem durch erfolgreiche Kriegszüge zu sammeln imstande waren. Diese Kriegszüge stellten auch das entscheidende Bindemittel für den Zusammenhalt des Gesamtverbandes dar. Nicht nur der persönliche Ruhm des erfolgreichen Herrschers, sondern vor allem die von ihm erbeuteten Güter sicherten den Fortbestand der Koalition. Durch die Redistribution von Beute und Tributen konnte sich der Hunnenherrscher die Gefügigkeit seiner Logades und ihrer Teilverbände sichern, zugleich neue Gruppen für die Kriegerkoalition gewinnen. Allerdings resultierte aus diesem System eine permanente Dynamik. Der Verband benötigte den ständigen Zufluss von Gütern, um vor dem Auseinanderfallen in Einzelgruppen, die ihr Glück separat suchten, bewahrt zu werden. Die Hunnenherrscher waren gewissermaßen zum steten Erfolg verdammt. Da die gesellschaftlichen und sozioökonomischen Strukturen der Hunnen auch im 5. Jahrhundert noch weitgehend von der nomadischen Lebensweise geprägt waren, wenngleich im Bericht des Priskos Ansätze zu einer Anpassung an die mediterrane sesshafte Kultur erkennbar sind, zum Beispiel in Form fester Dörfer, waren die Kerngruppen trotzdem noch nicht in der Lage, die zur Distribution erforderlichen Güter selbst zu produzieren. Man war also auf den Konflikt mit dem Imperium Romanum angewiesen, um an dessen Erzeugnissen zu partizipieren und so den Erhalt der Kriegerkoalition zu gewährleisten. Das bedeutete aber auch, dass für die Hunnen ein allmähliches Diffundieren einzelner Personen oder gar Gruppen, etwa als Föderaten, ins Römische Reich ausgeschlossen war
und dass dieses zwar permanent ausgebeutet, aber in seiner Leistungsfähigkeit nicht überstrapaziert werden durfte. Der existenzielle Zwang zum Zusammenhalt, der unter anderem daraus resultierte, dass weniger territoriale Aspekte als vielmehr die Verfügung über Menschen die Machtgrundlage eines Hundenherrschers darstellten, erklärt das auf den ersten Blick eigentümlich erscheinende Beharren Attilas auf die Auslieferung hunnischer Überläufer durch die Römer. Die Berücksichtigung des Faktors Leistungsfähigkeit mag eine Rolle gespielt haben für die Erwägungen des Hunnenherrschers, sich ab 450/51 plötzlich dem weströmischen Reich zuzuwenden und dem Osten gewissermaßen eine Erholungspause zu gewähren. All die hier nur ganz kurz skizzierten Aspekte kristallisieren sich in der Person des Herrschers. Nur wenn es ihm gelang, aufgrund seines persönlichen Ansehens, vor allem aber mit Hilfe eines permanenten Redistributionsprozesses statuskonstituierender Güter, die unterworfenen Gruppen und ihre Anführer an sich zu binden, blieb der Gesamtverband erhalten bzw. vermochte sogar zu expandieren. Das Geheimnis des Erfolgs der Hunnen im 5. Jahrhundert hing in höchstem Maße an Herrschern, die in der Lage waren, diesen Anforderungen zumindest über längere Zeiträume hinweg gerecht zu werden. An Persönlichkeiten also wie etwa Ruger oder Attila. Vor diesem Hintergrund erscheint der römische Versuch, Attila zu beseitigen, durchaus als Maßnahme von höchster Rationalität. Die Legitimierung der Herrschaft durch das persönliche Prestige ihres Inhabers hatte zur Folge, dass bei dessen Tod oder Ausscheiden der Zusammenhalt der Kriegerkoalition massiv gefährdet war. Ohne Attila, so viel dürfte sicher sein, hätten die zentrifugalen Tendenzen innerhalb der ebenso losen wie labilen Konföderation erheblich an Wucht gewonnen. Eine Explosion der Kriegerkoalition wäre die logische Konsequenz gewesen. Der Versuch, Attila zu ermorden, war somit folgerichtig. Ist diese Schlussfolgerung nun wirklich überzeugend? Meines Erachtens liegt das entscheidende Problem in der Tatsache, dass die Arbeiten Walter Pohls und anderer Historiker des 20. und 21. Jahrhunderts den Akteuren am oströmischen Hof nicht zur Verfügung standen. Anders ausgedrückt, hätten Chrysaphios, Theodosios und andere Zeitgenossen tatsächlich ebenfalls schon den strukturellen Schwachpunkt des Hunnenverbandes identifizieren können? Oder liegt der These, mit dem Mordversuch an Attila seien die Römer rational und folgerichtig vorgegangen, nicht eher eine Projektion späterer historischer Erkenntnisse in das 5. Jahrhundert zugrunde? Sicher, die Mitlebenden verfügten über weitaus reichhaltigere Informationen über die Hunnen als wir. Man könnte daher zunächst einmal postulieren, dass ihnen das, was wir heute mühsam erschließen müssen, doch direkt vor Augen stand. Aber entscheidend ist die Frage, ob zeitgenössische Akteure schon in der Lage waren, das, was sie sahen, unter strukturellen Gesichtspunkten auszuwerten. Um hier weiterzukommen, genügt es nicht, darauf zu verweisen, dass die Römer sich um eine Schwächung der Position Attilas bemühten, indem sie den hunnischen Teilverband der Akazieren und möglicherweise auch andere zum Abfall von Attila zu bewegen versuchten. Auch heimliche Kontakte zu Angehörigen anderer Gruppen, die unter Attilas Herrschaft standen, und sonstige denkbare Kommunikationskanäle besagen zunächst einmal nicht viel, weil all dies der üblichen Praxis römischer Politik entspricht und nichts darüber verrät, ob dabei Erkenntnisse über strukturelle Besonderheiten des Hundenverbandes gewonnen, angewendet und weitergegeben worden sind. Ich möchte im Folgenden versuchen, auf anderem Weg, nämlich durch das Herausarbeiten impliziten Wissens über die Hunden im 5. Jahrhundert, aufzuzeigen, dass die Akteure, die 449 das Attentat auf Attila planten, sehr genau wussten, was sie taten und warum sie es taten. Sie konnten die Konsequenzen eines erfolgreichen Anschlages offenbar tatsächlich absehen. In einem weiteren Schritt ist dann der Frage nachzugehen, wie und woher man zu wichtigen Einsichten in die strukturellen Eigentümlichkeiten des hunnischen Kriegerverbandes gelangt sein könnte. The importance of Attila, so hält einmal mehr Roger Blockley fest, to the existence of his empire was acknowledged by the Romans. Bereits einige Jahrzehnte zuvor hatte Ernst Stein Vergleichbares konstatiert. Auch Blockley und Stein gehen also davon aus, dass die Römer mit Bedacht handelten, als sie das Komplott gegen Attila planten. Blockley bezieht sich zur Begründung seiner These auf die Writings about him, was er aber nicht näher ausführt, sowie auf die Tatsache, dass man den Anschlag überhaupt geplant habe. Damit lässt sich jedoch nicht begründen, dass man ihn aufgrund eines spezifischen Wissens um die Konsequenzen vorbereitet hatte.
Was also spricht nun dafür, dass ein derartiges Wissen dennoch vorausgesetzt werden kann? Meines Erachtens lassen sich aus dem Quellenmaterial drei Kontexte rekonstruieren, die in die skizzierte Richtung hin interpretiert werden könnten. Sie alle laufen auf die Schlussfolgerung zu, dass für die oströmische Führung in der Situation des Jahres 449 eine Beseitigung Attilas die plausibelste Handlungsalternative darstellte und dass diese ein auf der Basis aktuell verfügbarer Kenntnisse über den Hunnenverband kalkulierbares Wagnis darstellte. Erster Kontext. Ich möchte zunächst den Blick auf eine bekannte Episode lenken, die in den Fragmenten des Geschichtswerks des Priskos überliefert ist. Während der Gesandtschaftsreise im Jahr 449 traf der Historiograf, so behauptet er jedenfalls, in der Residenz Attilas auf einen Griechen, Graikos Togenos. Dieser sprach ihn ganz unvermutet in griechischer Sprache an mit dem Wort Chaire, was Priskos im Umfeld Attilas nun kaum erwartet hätte. Und so entwickelte sich zwischen den beiden ein Gespräch, in Anführungszeichen. Zunächst berichtete der Grieche, jetzt immer in Anführungszeichen, der sich in hunnischer Kleidung präsentierte, von seinem Schicksal. Als griechischer Händler in Viminacium lebend, habe er nach der Eroberung dieser Stadt um 441 Familie und Besitz verloren und sei als Sklave dem mächtigen Hunnen Onegesios zugeteilt worden. In dessen Diensten habe er sich dann jedoch bewährt, unter anderem in Kämpfen gegen Römer und Akazieren, woraufhin Onegesios ihm die Freiheit geschenkt habe. Mittlerweile lebe er, dieser Grieche, mit einer hunnischen Frau und in dessen engster Umgebung habe die hunnische Lebensweise, den Bion Skytikon, angenommen und führe ein besseres Leben als zuvor. Für unseren Zusammenhang ist nun der folgende Teil des Dialoges von Bedeutung, wobei die Frage nach seiner Historizität hier erstmal ausgeklammert werden kann. Die gelehrten Anspielungen auf die Verfassungsdebatte Herodots, an Platons Phaedros, an den Idealstaat der Politeia und die grundsätzliche Intention, die Priskos offenkundig mit der Passage verfolgt, nämlich massive Kaiserkritik zu artikulieren, lassen zumindest Zweifel daran aufkommen, dass die Unterredung tatsächlich so abgelaufen sein soll, wie der Historiograf sie wiedergegeben hat. Zunächst also erhält der Grieche die Gelegenheit, die aktuellen Verhältnisse und Lebensbedingungen bei den Hunnen, die aktuellen Verhältnisse im Römischen Reich zu kritisieren und mit den vermeintlich idealen Lebensbedingungen bei den Hunnen zu kontrastieren, bevor in einem zweiten, ausführlicheren Teil Priskos die Vorwürfe widerlegt. Die Unterhaltung endet schließlich damit, dass der Grieche in Tränen ausbricht und seinem Gesprächspartner Recht gibt, allerdings mit einer expliziten Einschränkung, die letztlich jene Kaiserkritik transportiert, auf die der Verfasser mit der gesamten Digression offensichtlich hinaus wollte. Die römischen Gesetze seien anständig und das römische Gemeinwesen eine vernünftige Sache, aber die aktuelle politische Führung, Heuarchontes, sei im Begriff, alles zu ruinieren. Der Grieche rühmt an der hunnischen Lebensweise die Ungebundenheit. Man ziehe gemeinsam in den Krieg, danach verbringe man sein Leben in Zurückgezogenheit, en apragmosyne, um seine Beutegüter zu genießen. Niemand belästige den anderen. Die Verhältnisse im Römischen Reich werden von ihm hingegen finster gezeichnet. Da nicht alle Römer Waffen tragen dürften, sei man im Krieg auf die Unterstützung anderer angewiesen, was fatale Folgen habe. Nicht einmal die römischen Feldherren seien in der Lage, ihren Aufgaben nachzukommen. In Friedenszeiten hingegen leide man unter hohen Steuern sowie den Übergriffen durch Kriminelle, vor denen die Gesetze keinen Schutz böten, da sich insbesondere die Reichen der Strafverfolgung entzögen und nur die Armen mit Bestrafung zu rechnen hätten. Die Amtsträger, vor allem die Richter, seien korrupt, Prozesse würden verschleppt und Urteile gegen Geld gefällt. Priskos reagiert auf diese Anwürfe auf einer deutlich abstrakteren Ebene, indem er in Anlehnung an den platonischen Idealstaat ein Gemeinwesen erstehen lässt, in dem jedem Mitglied eine spezifische Aufgabe zukomme. Gesetzeshüter, Soldaten, Bauern und so weiter. Jeder stehe mit seinen Fähigkeiten dem jeweils anderen zur Verfügung. Unrecht werde geahndet, Korruption bekämpft. Die lange Dauer von Prozessen sei der Sorgfalt der Richter geschuldet. Keineswegs könne von einer systematischen Bevorzugung der Reichen gegenüber den Armen gesprochen werden. Es geht jetzt nicht um die literarisch-philosophische Tradition, in der die Argumente des Priskos anzusiedeln sind. Darüber kann man sehr viel sagen. Bedeutsam für unseren Zusammenhang ist die Tatsache, dass der Autor seinen Darlegungen eine historische Tiefendimension verleiht und ihnen dadurch eine besondere Autorität zuspricht.
Der nahezu ideale Zustand, wie Priskos ihn schildert, gehe auf, Zitat, die Erfinder des römischen Gemeinwesens zurück, auf, nochmal Zitat, weise und gute Männer. Sie werden in einer nicht weiter bestimmten, aber offenbar weit entfernten Vergangenheit lokalisiert, womit der Autor sogleich den Eindruck einer eindrucksvollen Stabilität der römischen Ordnung über einen sehr langen Zeitraum hin suggeriert. Damit ist zugleich auch klar, diese Ordnung hat sich bewährt und Probleme, wie sie vom Griechen angesprochen werden, können allenfalls akzidentieller Natur sein. Denn die römische Ordnung baut auf festgefügte, seit langem bewährte Strukturen, denen sich die Akteure, insbesondere auch der Kaiser, zu unterwerfen haben. Folgerichtig hält Priskos fest, Zitat, die Gesetze beziehen sich auf alle, so dass ihnen auch der Kaiser gehorchen muss. Auch ein schlechter Kaiser also und jeder Priskos-Leser wusste um die massive Kritik, die der Historiograph immer wieder an Theodosius und seinem Umfeld geübt hatte, auch ein schlechter Kaiser also kann das römische Gemeinwesen letztlich nicht gänzlich zugrunde richten, da dieses Überpersonal unabhängig von der Qualität der jeweiligen Archontes organisiert ist. Ganz anders die Welt der Hunnen. Man führt Kriege, teilt die Beute anhand der Hierarchie der Krieger. Zunächst greift der Herrscher zu, dann die Logades, dann die einfachen Krieger und so weiter. Ansonsten lebt man in Untätigkeit vor sich hin, ohne sich gegenseitig zu belästigen. Es gibt also keinen gesellschaftlichen Zusammenhalt. Stattdessen ist alles auf die hierarchische Struktur des Kriegerverbandes hin ausgerichtet. Man folgt dem jeweiligen Herrn, dem Despotes, in den Kampf. Onegesios folgt Attila, der Grieche folgt Onegesios und so weiter. Das bei den Hunnen geltende Recht bezieht sich einzig auf die Beuteverteilung. Priskos weist darauf hin, dass die vom Griechen gerühmte vermeintliche Freiheit bei den Hunnen letztlich wertlos sei, weil die Hunnen ihre Leute ausschließlich für die Kriege benötigten und dabei rücksichtslos verheizten. Die Römer, so schließt er, behandeln selbst ihre Sklaven besser. Der Autor lässt in dem Dialog zwei grundverschiedene Modelle politisch-gesellschaftlicher Organisation unvermittelt aufeinanderprallen. Auf der einen Seite das römische Gemeinwesen, das auf rechtlichen Grundlagen und einer funktionalen Aufgabenteilung beruhe und sich in dieser Form über Jahrhunderte hin bewährt habe. Die transpersonalen Strukturen sorgen dabei dafür, dass auch ein schlechter Herrscher zu verkraften ist. Auf der anderen Seite die Hunnen. Sie konstituieren einen stratifizierten Verband, der hierarchisch auf den Herrscher ausgerichtet ist und von diesem in jene Kriege geführt wird, die wiederum die materielle Grundlage für ein sorg- und ansonsten tatenloses Leben der Krieger liefern. Anders als bei den Römern existieren hier keine übergreifenden Strukturen. Vielmehr hänge das Wohl jedes Individuums an seinem jeweiligen Herrn. Dies aber bedeutet zugleich, dass eine Eliminierung des höchsten Herrn, des Despotes, dem Gesamtverband sein Haupt rauben würde. Das Imperium Romanum kann Priskos zufolge also auch ohne einen fähigen Herrscher existieren. Der Hunnenverband, so die implizite, aber umso nachdrücklichere Botschaft, kann es nicht. Man darf sich von der rhetorischen Stilisierung dieses Gesprächs sowie der Anreicherung mit traditionellen philosophischen Versatzstücken und Topoi der Herrscherkritik nicht täuschen lassen. Die Ausführungen des Priskos zeugen von grundsätzlichen Einsichten in Aufbau und Funktion der hunnischen Kriegerkoalition. Die unterschiedliche Bedeutung des Herrschers für Römer und Hunnen ist ihm gewärtig. Man wird daher ohne Zweifel davon ausgehen können, dass Priskos über ein hinreichendes Maß an Wissen über die Hunnen verfügte, um den Herrscher als strukturellen Schwachpunkt des Verbandes identifizieren zu können. Damit ist allerdings leider noch nicht bewiesen, dass die oströmische Führung 449 mit entsprechenden Kenntnissen operieren konnte. Denn wir wissen nicht, wann Priskos den Dialog mit den Griechen verfasst hat. Die Episode könnte ja auch vor dem Hintergrund der Erfahrungen der Jahre unmittelbar nach Attilas Tod 453 entstanden sein. Vorerst bleibt damit lediglich als Ergebnis festzuhalten, dass wir jedenfalls grundsätzlich davon ausgehen können, dass den Römern um die Mitte des 5. Jahrhunderts wichtige Kenntnisse über die Struktur des Hunnenverbandes vorgelegen haben müssen. Zweiter Kontext. Etwas näheren Aufschluss könnten die Ereignisse im Zusammenhang des großen Hunneneinfalls 447 geben. Am 26. Januar dieses Jahres erschütterte ein schweres Erdbeben den römischen Osten, vor allem die Hauptstadt. Dem Zeugnis des Johannes Malalas zufolge handelte es sich dabei sogar um das erste seismische Großereignis überhaupt in Konstantinopel. Eine Behauptung, die unzutreffend ist, aber möglicherweise Rückschlüsse zulässt auf den Eindruck, den die Geschehnisse auf die Bevölkerung hinterlassen hatten.
Die Zerstörungen jedenfalls müssen verheerend gewesen sein. Vor allem ein Teil der theodosianischen Stadtmauer sank in Trümmer, darunter 57 Wehrtürme. Umso erstaunlicher war es, dass unter der Leitung des Praefectus Praetorio Orientis Flavius Constantinus innerhalb von 60 Tagen der Wiederaufbau gelang. Die Quellenlage zu den verheerenden Erdstößen des Jahres 447 ist diffus. In der byzantinischen Chronistik kam es bald zu Verwechslungen mit anderen Erdbeben, vor allem jenem, das am 25. September 438 begann und sich dann über Monate hin fortsetzte. In der neueren Forschung wird zudem darüber diskutiert, ob Teile der Mauern bereits vor 447 beschädigt worden sind und ob sich aus den Reparaturarbeiten Rückschlüsse auf das ursprüngliche Baukonzept ziehen lassen. All das braucht uns hier aber nicht zu interessieren. Von Bedeutung ist der Umstand, dass unter der Bevölkerung Konstantinopels Panik ausgebrochen sein muss. Denn es hatte den Anschein, als wollten die Hunnen die prekäre Lage ausnutzen. Möglicherweise war ihre Stoßrichtung gegen Konstantinopel tatsächlich erst durch das Erdbeben vorgegeben worden und wahrscheinlich beflügelte die von ihnen ausgehende Gefahr die von Konstantinus geleiteten Reparaturmaßnahmen. In der Zwischenzeit jedenfalls sollen Teile der Bevölkerung aus Konstantinopel geflohen sein. Mönche erwogen einen Rückzug nach Jerusalem und Nestorius behauptet, dass selbst der Kaiser die Hauptstadt habe verlassen wollen. Schließlich gelang die neuerliche Befestigung und die Hunnen wandten sich gegen die thrakische Chersonese. Die Gefahr war vorerst gebannt, aber um welchen Preis? Für einen Herrscher, der seine außergewöhnliche Frömmigkeit, zelebriert in spektakulären Demutsakten, zu einem zentralen Fundament seiner Legitimation machte, der sich also in besonderer Weise als von Gott eingesetzter und begünstigter Kaiser präsentierte, konnten kontingente Ereignisse wie Erdbeben und Barbareneinfälle katastrophale Konsequenzen zeitigen. Denn sie signalisierten, dass Gott zürnte und stellten damit die Rechtmäßigkeit der Herrschaft radikal in Frage. Angesichts der hohen Bedeutung, die insbesondere die Bevölkerung Konstantinopels, das heißt ein Faktor, der für die Stabilität oströmischer Kaiserherrschaft maßgebliche Bedeutung besaß, der Frömmigkeit des Kaisers zumaß, ergab sich durch die Ereignisse des Jahres 447 ein Bedrohungspotenzial von erheblicher Brisanz für den Herrscher und seine direkte Umgebung. Das galt umso mehr, als gerade die Religions- und Kirchenpolitik des Theodosius in der zweiten Hälfte der 440er Jahre, gipfelnd in der sogenannten Räubersynode von Ephesus 449, in höchstem Maße umstritten war. Es verwundert daher nicht, dass die Geschehnisse des Jahres 447 entsprechend gegen die Führung des Oströmischen Reiches gewendet werden konnten. Nicht nur, dass der Zusammenhang zwischen Erdbeben und Hunneneinfall explizit thematisiert wurde. Jetzt meldete sich auch noch der Verbannte Nestorios wortgewaltig aus seinem oberägyptischen Exil und erhob Anklage. Bereits die Erdstöße 438 hätten eine Warnung an die oströmische Regierung dargestellt. Aus diesem Grunde hätten sie auch noch keine Schäden verursacht. Der Kaiser und seine Berater hätten sich jedoch nicht von ihrem Irrweg abbringen lassen und so habe es schließlich zur Katastrophe kommen müssen. Das desaströse seismische Großereignis des Jahres 447 und der damit einhergehende Hunneneinfall seien als göttliche Strafe aufzufassen. Nur mit Glück habe Konstantinus rechtzeitig die Mauern wiederherstellen können. Angriffe dieser Art, noch dazu vorgetragen von einem prominenten Akteur auf der kirchenpolitischen Bühne, der trotz seiner Verbannung weiterhin über beträchtliche Anhänger auch in der Hauptstadt verfügte, konnten verheerende Konsequenzen für die Stabilität der Kaiserherrschaft zeitigen. Nicht ohne Grund sah sich Theodosius daher gezwungen, einmal mehr seine außergewöhnliche Frömmigkeit und, na, jetzt ist er hier weg. Können wir es nochmal zurückholen? Ich rede so lange weiter. Nicht ohne Grund sah sich Theodosius daher gezwungen, einmal mehr seine außergewöhnliche Frömmigkeit und Bußfertigkeit zu demonstrieren. Dieser Kaiser unternahm eine Bittprozession mit dem Senat zusammen, der Stadtbevölkerung und dem Klerus. Er tat dies barfuß und verfuhr viele Tage so. So ein Zitat aus der Chronik des Johannes Malalas. Die Bußprozession anlässlich des Erdbebens wurde in Byzanz später jährlich wiederholt, um die Erinnerung an das Grauen, das am 26. Januar 447 eingesetzt hatte, zu bewahren.
Sie geriet für die Kaiser offenbar zu einem Anlass, ihre Bußfertigkeit in besonders drastischer Weise fortzuführen. Markian, der Nachfolger des Theodosius, mutete sich dabei im Jahr 457 offenbar zu viel zu, als er seinen gichtgeplagten Körper barfuß durch den Schnee schleppte und er verstarb infolge der Anstrengungen. Die oströmische Führung war, so viel steht fest, durch die Ereignisse des Jahres 447 in eine prekäre Lage geraten. Noch einmal durften sich Katastrophencluster dieses Ausmaßes jedenfalls nicht wiederholen. Wollte man sich nicht ernsthafte Sorgen um das Überleben des Kaisers und seiner Vertrauten machen müssen? Nun war man allerdings gegenüber plötzlichen Erdbeben machtlos. Aber der Hunnengefahr konnte man zumindest ansatzweise entgegenwirken. Wenn schon aktuell nicht mit voller militärischer Wucht, so doch vielleicht auf anderen Wegen. Ich halte es daher durchaus für denkbar, dass der Entschluss, sich Attilas zu entledigen, vor dem Hintergrund der Ereignisse des Jahres 447, vor allem angesichts des gefährlichen Deutungspotenzials, das sie bereithielten, gefasst worden sein könnte. Dabei dürfte nicht nur die Stabilität der Herrschaft Theodosius II. Insgesamt, sondern auch die aktuelle Religions- und Kirchenpolitik zur Debatte gestanden haben. Denn was wäre angesichts der Vorhaltung des Nestorius und seiner Interpretation der Hunnen als Werkzeuge des strafenden Gottes willkommener gewesen, als die Gelegenheit zu erhalten, auf dem zweiten Konzil von Ephesus, das am 8. August 449 zusammentrat, die sogenannte Räubersynode, stolz die Beseitigung Attilas und den nunmehr absehbaren Zusammenbruch seiner Kriegerkonföderation verkünden zu können? Müssen wir einfach schauen. Danke. Das hatten wir alles schon. Die Schonung der Hauptstadt durch die Hunnen war indes nicht nur dem raschen Wiederaufbau der Befestigungen zu verdanken. In einer Predigt, die Isaak von Amida zugeschrieben wird, erscheint der Rückzug der Angreifer als Folge von Epidemien, die sich unter den Kriegern ausgebreitet haben sollen. Das war nicht sonderlich schmeichelhaft gegenüber der oströmischen Militärführung, die durchaus den hunnischen Vormarsch aufzuhalten versucht hatte, allerdings in der Schlacht am Utus nahe der Donaugrenze eine schwere Niederlage gegen die Hunnen hatte hinnehmen müssen. Der Magister Militum per Thraciam Anegisclus fiel dort nach tapferem Kampf und auch die Hunnen erlitten beträchtliche Verluste. Trotz aller Bemühungen, die Angreifer im thrakischen Hinterland festzuhalten, auch Konstantinopel selbst blieb nicht ohne Schutz. Der Isaurier Zenon hatte mit einer größeren, aus seinen Landsleuten bestehenden Streitmacht die Verteidigung organisiert und dabei offenbar Eindruck hinterlassen. Für das folgende Jahr wurde ihm sogar das Konsulat verliehen. Möglicherweise hatte er das Amt eines Magister Militum per Orientem bereits während der Verteidigung der Hauptstadt bekleidet, in jedem Fall aber hielt er es in der Folgezeit. Sein Aufstieg vollzog sich nun in raschen Schritten. Auf der Räubersynode zu Ephesus wurde sein Name bereits an dritter Stelle hinter demjenigen des Kaisers und des Konsuls genannt und der Einfluss des Isauriers wuchs weiter. Zenon profilierte sich in Konstantinopel als Verfechter eines kompromisslosen Kurses gegenüber Attila und den Hunnen, was ihn unweigerlich im Gegensatz zu Theodosius und Chrysaphios brachte, die Stillhaltegelder einer militärischen Konfrontation vorzogen. Offenbar war man gegen Ende der Herrschaft des Theodosius darum bemüht, den forschen Isaurier möglichst rasch wieder zu entmachten. Theodosius fürchtete angeblich einen Aufstand Zenons. Letzter wiederum soll einen Mordanschlag auf den Kaiser geplant haben. Er musste sich schließlich offenbar nach Isaurien zurückziehen, während Theodosius bereits gegen ihn rüstete und wurde wohl nur durch den plötzlichen Tod des Kaisers und die nachfolgende Beseitigung des Chrysaphios gerettet. Die Vorgänge am oströmischen Kaiserhof um die Mitte des 5. Jahrhunderts sind insgesamt schwer durchschaubar. Doch nach allem, was deutlich wird, scheint sich in den letzten Jahren der Herrschaft des Theodosius ein Konflikt zwischen Chrysaphios und dem Kaiser auf der einen und dem Magister Militum Zenon auf der anderen Seite entwickelt und zugespitzt zu haben. Letzterer bezog sein politisches Kapital aus seiner Rolle als Verteidiger Konstantinopels vor den Hunnen 447 und vertrat in der Folgezeit eine unnachgiebige Linie gegenüber Attila, die ihm durchaus Sympathien in der Führungsschicht eingetragen haben wird. Man denke nur an die missgünstige Beurteilung der kaiserlichen Hunnenpolitik durch Priskus.
Möglicherweise hat Zenon gezielt Spannungen zwischen Attila und Theodosius aufgebaut, so etwa dadurch, dass er 449 die bereits arrangierte Hochzeit der Tochter des römischen Comes Domesticorum Saturninus mit Attilas Sekretär Constantius verhinderte, was zu erheblichen diplomatischen Spannungen führte. Zenon versuchte, über diese Heiratsgeschichten seinen Widersacher Chrysaphios zu treffen, den hinter den massiven Geldzahlungen an Attila stehenden Hofeunuchen. Damit wurde er jedoch zu einer Belastung für Theodosius, weil er auf einen neuen hunnisch-römischen Krieg zielte, dessen Ausgang jedoch unberechenbar war. Für Chrysaphios, weil er in diesem Krieg ohne Zweifel eine führende Rolle eingenommen und sich nach der Verteidigung Konstantinopels möglicherweise ein zweites Mal heroisch gegen die Hunnen gestemmt hätte. Das aber hätte Zenons Einfluss in einem Maße zunehmen lassen, dass der Eunuch um seine Existenz hätte fürchten müssen. Bezeichnenderweise forderte nach der Aufdeckung der Attentatspläne gegen Attila nicht nur der Hunnenherrscher den Kopf des Chrysaphios, sondern auch Zenon. Angesichts der Anhängerschaft, über die Zenon aufgrund seines hunnenfeindlichen Kurses in Konstantinopel verfügt haben dürfte, und mit Blick auf seine isaurischen Soldaten, dürfte es illusorisch erschienen sein, den Magister Militum in Konstantinopel kurzerhand zu beseitigen. Zu einem energischeren Vorgehen gegen ihn scheint man sich denn tatsächlich auch erst entschlossen zu haben, als Zenon sich in den Osten zurückgezogen hatte und alle anderen denkbaren Optionen nicht mehr greifen konnten. Ein großer Teil der Probleme, mit denen Theodosius und sein unmittelbares Umfeld in den späten 440er Jahren also konfrontiert waren, hätte sich aufgelöst, wenn man direkt auf ihren Gravitationsmittelpunkt gezielt hätte, den Hunnenherrscher Attila. Seine Beseitigung hätte die weiterhin lastende Gefahr eines erneuten hunnischen Vorstoßes auf die Hauptstadt vorerst gebannt. Sie hätte den Vorhaltungen des Nestorius und seiner Anhänger den Boden entziehen und den Kaiser wieder glaubwürdiger als von Gott geliebten und beschützten Herrscher präsentieren können. Sie hätte die von Chrysaphios vertretene Position beim zweiten Konzil von Ephesus gestützt. Sie hätte einen unbequemen Magister Militum und das, wofür er stand, nämlich einen Gegenentwurf zur aktuellen kaiserlichen Außenpolitik, ins Abseits gerückt und damit zunächst einmal entmachtet. Was dem Reich einen blutigen Bürgerkrieg erspart hätte, der dann nur deshalb nicht ausbrach, weil Theodosius plötzlich vom Pferd gefallen ist und gestorben ist. Die Gewissheit, letzteres alles durch die Ermordung Attilas erreichen zu können, setzt nun allerdings in der Tat ein vertieftes Wissen um die Struktur des Hunnenverbandes voraus. Denn die Entmachtung Zenons durch die Eliminierung Attilas konnte ja nur dann erfolgreich sein, wenn davon auszugehen war, dass der eine Hunnenherrscher nicht einfach durch einen anderen ersetzt werden würde. Nur wenn von vornherein klar war, dass Zenon mit Attila endgültig einen ebenbürtigen Gegner und damit einen Kristallisationspunkt für seine militärische Stärke und diplomatische Härte verlieren würde, lohnte sich das Risiko, das mit dem Anschlagsplan eingegangen wurde. Selbstverständlich stellen all die bisher vorgetragenen Argumente für die Existenz näherer Kenntnisse zur Struktur der hunnischen Kriegerkoalition für sich genommen nicht mehr als Indizien dar. Führt man diese Indizien jedoch zusammen, so entsteht, wie angedeutet, der Eindruck, dass eine Beseitigung Attilas für die oströmische Führung eine plausible Handlungsalternative dargestellt haben muss. Stets vorausgesetzt, man wusste um den Zusammenbruch der hunnischen Konföderation als wahrscheinliches Resultat des Komplotts. Die bisher vorgelegte Indizienkette soll daher noch um ein letztes Glied ergänzt werden. Es handelt sich dabei um einen Akt der römischen Politik, der offenkundig auf die Erosion der Stellung Attilas als Anführer seines heterogenen Verbandes zielte und der im Licht der bisher diskutierten Aspekte geradezu als ein erster Schritt auf dem Weg zur Ultima Ratio, dem Attentat, erscheint. Die Römer zielten nämlich offenbar schon vor 449 darauf, Attila aus seinem Verband zu lösen, um damit Dynamiken auszulösen, die selbst für diesen nicht mehr kontrollierbar waren. Also mein dritter Kontext. Ausgangspunkt der nachfolgenden Überlegungen ist einmal mehr eine Passage in den Fragmenten des Priskos. Sie findet sich in einem Gespräch, das die oströmischen Gesandten angeblich mit Vertretern einer weströmischen Delegation geführt haben sollen, die 449 ebenfalls die Residenz des Hunnenherrschers aufgesucht hatte. Konstantiolus, einer der Abgesandten aus dem Westen, bezeichnete dabei Attila als römischen Magister Militum, Strategos Romaion, also als römischen hochrangigen General. Auf Grundlage dieser kurzen Notiz wird in der Forschung davon ausgegangen, dass Attila vor 449 vom weströmischen Kaiser Valentinian III. Zum Magister Militum ernannt worden sein muss.
Otto Mänchen-Helfen, ein prominenter Hundenforscher, hat in einer subtilen Analyse des verfügbaren Quellenmaterials versucht, einen historischen Kontext für diese Beförderung Attilas zu ermitteln. Es gelingt ihm zunächst, im Panegyrikus des Mirobaudes auf das dritte Konsulat des Aetius 446 verschiedene Hinweise darauf zu identifizieren, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt zwischen 437 und 46 die Beziehungen zwischen dem Westreich und den Hunnen äußerst gespannt waren. Mit Hilfe weiterer Zeugnisse lässt sich diese Krise zeitlich weiter eingrenzen. Offenbar befand sich Ravenna in der zweiten Hälfte des Jahres 444 in konkreten Vorbereitungen auf einen Krieg gegen die Hunnen, doch die Eskalation blieb letztlich aus, was Mänchen-Helfen mit der Ermordung Bleders durch Attila erklärt. Stattdessen sei es nunmehr zu einem Vertrag zwischen Attila und der weströmischen Regierung gekommen, zu dessen Abschluss sich der Hunne im Winter 444-45 eigens nach Italien begeben habe. Gegenstand des Abkommens seien unter anderem Landabtretungen in Pannonien an die Hunnen und die hier zur Diskussion stehende Verleihung des Heermeistertitels Magister Militum an Attila gewesen. Mänchen-Helfens Rekonstruktion der Geschehnisse wurde zwar kritisiert, stellt aber mangels Alternativen die Grundlage weiterer Überlegungen in der neueren Forschung dar. So hat Timo Stickler das Konstrukt eines weströmisch-hunnischen Vertrags im Kern übernommen und weiterentwickelt. Seiner Ansicht nach beruht die besondere Bedeutung der dort getroffenen Regelungen in der Tatsache, dass man über die sonst üblichen Ad-hoc-Vereinbarungen hinausgegangen sei und Vertragsinhalte, die über aktuelle Abmachungen weit hinausgehen, festgelegt habe. Abtretung von Reichsgebiet, Verleihung eines Heermeistertitels. Dies müsse man als ein Novum in den römisch-hunnischen Beziehungen bezeichnen. Das wiederum eine grundsätzliche qualitative Veränderung der hunnischen Politik gegenüber dem Reich, und zwar als Folge der besonderen Persönlichkeit Attilas, nach sich gezogen habe. Denn das Prinzip, das eherne Prinzip der Trennung der hunnischen und der römischen Machtsphäre, jener für die Konstitution des hunnischen Kriegerverbandes existenziell bedeutende Grundsatz also, sei mit der Übernahme des Titels eines Magister Militum durch Attila aufgeweicht worden. Gleichzeitig habe der Hunne nun in offizieller Funktion als römischer General in die inneren Verhältnisse des Reiches eingreifen können. Ein Aspekt, der die Regelung von 444-45 wiederum für das Reich mittelfristig zu einem schwerwiegenden Problem habe werden lassen, denn Attila war hiermit Tür und Tor zu einem noch intensiveren Eingreifen geöffnet. Es sei absehbar gewesen, dass der Hunnenherrscher sich bald nicht mehr mit dem Titel eines Heermeisters begnügt und nach dem Kaisertum gestrebt hätte, so wie es bereits Cassiodors Großvater als Gesandter bei den Hunnen und auch Priskos angedeutet hätten. Folgt man dieser Argumentation, dann hätten Römer und Hunnen im Winter 444-45 eine Vereinbarung getroffen, die beiden Seiten letztlich nur geschadet hätte. Wie soll man das erklären? Für die römischen Zugeständnisse, Gebietsabtretungen, Verleihung des Heermeistertitels an Attila und so weiter, ließe sich immerhin die prekäre Lage der Regierung in Ravenna anführen. Aber warum hätte Attila sich auf ein Abkommen einlassen sollen, das mittelfristig seine eigene, sich auf eine strikte Separation vom römischen Reich gründende Position erheblich destabilisiert hätte? Stickler, der die Annahme des Heermeistertitels durch Attila selbst als risikoreichen Weg bezeichnet, vermutet, dass der Hunne auf diese Weise versucht habe, ein dynastisches Element in der Herrschaft über seinen Kriegerverband zu etablieren, indem er einen Machtkonzentrationsprozess zugunsten seiner eigenen Familie gefördert habe. Er habe sich damit mittelfristig vom Prinzip der Herrschaftslegitimation durch Prestige loslösen wollen, da dieses insbesondere im Fall des Todes eines Herrschers die Fortexistenz des Gesamtverbandes massiv gefährdet habe. Zitat Stickler: Die Institutionalisierung seiner Machtposition durch die Römer konnte seiner ursprünglich vorwiegend auf individuellen Leistungen beruhenden Stellung innerhalb der hunnischen Gens und der barbarischen Kriegerkoalition Festigkeit und Dauer verleihen. Aber kann Attila das wirklich gewollt haben, angesichts der Tatsache, dass der hunnische Kriegerverband für einen derartigen Schritt in Richtung Ethnogenese viel zu heterogen war? Wäre es für ihn nicht viel einfacher gewesen, weiterhin auf das Prinzip der sogenannten hunnischen Alternative, also dezidierter Abgrenzung vom römischen Reich, zu setzen und die Mitglieder der eigenen Familie auf anderem Weg zu fördern, zum Beispiel durch die Einsetzung seines Sohnes Elag als Herrscher über die Akazieren? Hätte ihm nicht klar sein müssen, dass die Übernahme eines römischen Titels einen Diffusionsprozess zwischen Römern und Hunnen eingeleitet hätte, den er nicht mehr hätte kontrollieren und vor allem nicht mehr glaubwürdig hätte unterbinden können?
Ich möchte an dieser Stelle eine alternative Interpretation vorschlagen. Attila wurde nicht vom weströmischen, sondern vom oströmischen Kaiser mit dem Titel eines Magister Militum ausgestattet und dies dürfte gegen seinen Willen geschehen sein, nämlich als Maßnahme, um seine Herrschaft über den Hunnenverband gezielt im eben beschriebenen Sinne zu destabilisieren. Über die Tatsache, dass Attila zeitweilig den Titel eines Magister Militum geführt haben soll, sind wir ausschließlich durch die bereits erwähnte Priskus-Passage informiert. Sie stellt seit Mönchenhelfens-Analysen die Grundlage für die These dar, Attila sei Heermeister im Weströmischen Reich gewesen. Das Zitat bei Priskus lautet: Es handelte sich bei dem Amt, das Konstantiolus erwähnte, eben mit Blick auf Attila, um das eines Magister Militum, Heermeister, mittels dessen Attila vom Kaiser die Bezeichnung eines sich verhüllenden Tributes empfangen hatte, so dass ihm die Jahrgelder unter dem Vorwand des Soldes zur Ausstattung von Feldherren geschickt werden konnten. Explizit wird an keiner Stelle gesagt, ob die Verleihung des Heermeistertitels durch den Kaiser des Westens oder des Ostens erfolgt ist. Allerdings wurde darauf hingewiesen, dass ein Weströmer den Sachverhalt berichtet und Priskos sich genötigt gesehen habe, diese Aussage im zitierten Satz zu erläutern. Was aber hat Priskus erläutert? Sicherlich nicht die Tatsache, dass Attila einen römischen Titel führte. Jedenfalls findet sich dazu nichts im erhaltenen Text. Dies wird einfach nur konstatiert. Im Zentrum der erläuternden Ausführungen des Priskos steht vielmehr der Vorwurf, dass die Ernennung Attilas zum Magister Militum lediglich deshalb erfolgt sei, weil man auf diese Weise die ihm zu entrichtenden Tribute als reguläres Gehalt habe deklarieren können. Nun werden römische Tributzahlungen an die Hunnen von Priskus verschiedentlich kritisiert, stets jedoch mit Blick auf die oströmische Politik. Demgegenüber wissen wir nicht einmal, ob das Weströmische Reich in der zweiten Hälfte der 440er überhaupt Tribute an Attila entrichtet hat. Belegt ist das jedenfalls nicht. Und auch Mönchenhelfen kann sich diesbezüglich lediglich in eine allgemeine Vermutung retten, wenn er festhält, Zitat, zweifellos forderten und erhielten sie auch vom Westen Geld, vom Westen Gold und immer mehr Gold. Aber immer wenn man zweifellos schreibt, heißt das ja, dass man Zweifel hat. Der Schluss liegt daher nahe, dass es sich bei dem erwähnten Foros-Tribut um Zahlungen handelte, die aus dem Osten kamen. Für diese Deutung spricht auch die Tatsache, dass Priskos den Kaiser nicht namentlich erwähnt, sondern schlicht von Basileus spricht. Dass damit aber ausgerechnet Valentinian III. Im Westen und nicht Theodosius II. Im Osten gemeint gewesen sein soll, ist mit Blick auf den von Priskos avisierten Rezipientenkreis im Osten ausgesprochen unwahrscheinlich. Die Erläuterungen des Priskos im Anschluss an den Hinweis auf Attilas Heermeistertitel lassen sich also nicht als Argument für eine westliche Provenienz dieser Auszeichnung heranziehen, sondern verweisen mit ihrer Kritik an den Stillhaltegeldern für die Hunnen vielmehr deutlich auf Konstantinopel. Und man kann noch weitergehen. Hätten die Ausführungen des Historiographen tatsächlich dem Zweck gedient, die Beförderung Attilas zu erläutern, weil man im Zuge einer Gesandtschaftsreise 449 zum ersten Mal davon gehört hatte, dann müsste man davon ausgehen, dass im gesamten Osten über fast 4,5 Jahre hin, vom Winter 444-45 bis Sommer 449, nicht bekannt gewesen sein soll, dass Attila zu einem der höchstrangigen Generäle des Reiches ernannt worden war. Das erscheint mir aber ausgesprochen unwahrscheinlich. Attila kann nicht über einen derartig langen Zeitraum den Titel eines Magister Militum geführt haben, ohne dass man im Osten überhaupt davon gewusst haben soll. Um die fehlenden Kenntnisse der oströmischen Seite wenigstens noch irgendwie mit langsamen Informationskanälen oder sowas zu erklären, könnte man allenfalls die Beförderung des Hunnen durch Valentinian III. Enger an das Jahr 449 heranrücken. Dann aber würde das Konstrukt eines Vertrages zwischen Hunnen und Weströmern 444 zusammenfallen und damit die einzige zumindest halbwegs plausible Gelegenheit verloren gehen, bei der Attila vom Kaiser des Weströmischen Reichs den Titel hätte erhalten können. Somit bleibt als einzige plausible Alternative, dass Attila von Theodosius zum Magister Militum ernannt worden ist. Wir erfahren aber auch hierüber nichts in den Quellen, obwohl es an vorstellbaren Gelegenheiten nicht gemangelt hätte. Der sogenannte Vertrag von Margus, die Absprachen 442 oder auch der Anatolius-Vertrag 447, die betreffenden Übereinkünfte sind im Wesentlichen gut dokumentiert, aber sie enthalten nichts, was auf Attilas Heermeistertitel schließen lässt. Damit ergibt sich eine diffuse Gemengelage. Auf der einen Seite steht das explizite Zeugnis des Priskos über Attila als Heermeister, Magister Militum, dessen historischen Wert in Frage zu stellen wenig zielführig wäre, da es dafür keine plausiblen Ansatzpunkte gibt.
Vielmehr lassen sich meines Erachtens hinreichend valide Argumente anführen, die dafür sprechen, dass der Hunnenherrscher den Titel aus Konstantinopel erhalten hat. Auf der anderen Seite taucht jedoch gerade dieser Punkt als Gesprächsgegenstand in den überlieferten Verhandlungen zwischen Attila und den Oströmern nicht auf. Noch komplizierter wird das Problem dadurch, dass Attila auch nach dem Anatolios-Vertrag des Jahres 447, also dem letzten plausiblen Zeitpunkt für die Ernennung zum Magister Militum, weiterhin mit größter Vehemenz auf die Überstellung von Überläufern bestand. Hätte er aber tatsächlich den Titel eines Magister Militum ernst genommen, so wäre dieses Bemühen überflüssig, ja geradezu grotesk gewesen, denn als offizieller General über Streitkräfte in römischen Diensten hätte er Diffusionsprozesse zwischen Hunnen und Römern als Selbstverständlichkeit akzeptieren müssen. Er hätte sich nicht mehr von einem Gefüge abgrenzen können, dessen Teil er ja war. Auch Attilas großspürige Aussagen über seinen höheren Rang gegenüber dem römischen Kaiser, gipfelnd in der Anmaßung, Theodosius sei sein Sklave, passen kaum zur Rolle eines Generals in römischen Diensten. All diese Unstimmigkeiten führen mich zu der These, dass Konstantinopel Attila den Titel eines Magister Militum verliehen hat, ohne dass dieser ihn eingefordert hätte, ja wahrscheinlich sogar gegen seinen Willen. Die bisherige Forschung ging stets davon aus, dass Attila sich über den Heermeistertitel um eine allmähliche Integration in die römische Machtsphäre bemüht habe. Davon wissen die Quellen allerdings überhaupt nichts. Im Gegenteil, es ist geradezu signifikant, dass kein einziger hunnischer Herrscher, auch Attila nicht, bestrebt war, wie andere Barbarenführer in die römische Aristokratie einzuheiraten oder anderweitig dynastische Verknüpfungen herzustellen. Möglicherweise hat Attila in seinen letzten Jahren, etwa seit 449-50, nach der Herrschaft über einen Teil des Imperium Romanum gestrebt und sich dafür unter anderem die Honoria-Affäre nutzbar gemacht. Aber über die Ziele, die er mit seinen Zügen nach Gallien 451 und Italien 452 persönlich, das heißt über die unmittelbare Beschäftigung und Befriedigung seiner Kriegerkoalition hinaus verfolgt hat, wissen wir zu wenig. Vage Rückschlüsse auf eventuelle vorherige Experimente mit dem Titel des Magister Militum verbieten sich vor diesem Hintergrund. Vielleicht wollte Attila tatsächlich Teile des Reiches und seiner Ressourcen dem von ihm kontrollierten Verband hinzufügen, aber selbst wenn das der Fall gewesen wäre, so hätte das sicherlich ausschließlich zu seinen Bedingungen geschehen sollen. Am oströmischen Kaiserhof hatte man zuvor jedoch offensichtlich eine Strategie ersonnen, die Position des Hunnenherrschers allmählich zu destabilisieren. Man verlieh ihm den Titel eines Magister Militum. Das erscheint allerdings ohne entsprechende Aufforderung geschehen zu sein und war daher nie Gegenstand von Verhandlungen im Zusammenhang mit den großen oströmisch-hunnischen Verträgen. Ziel der Aktion sollte offenbar eine Einbindung Attilas in den römischen Dunstkreis sein. Damit ließ sich Attilas Politik der strikten Trennung beider Sphären, wie sie sich unter anderem im Fehlen wechselseitiger Eheschließungen spiegelt, konterkarieren und ein wichtiger Pfeiler, auf dem die Macht des Hunnen ruhte, wäre ins Wanken geraten. Überläufer waren nun zumindest offiziell keine Überläufer mehr. Vielleicht erklärt das auch die Trägheit der Römer bei ihrer Auslieferung. Der römische und der hunnische Machtbereich begannen ineinander überzugehen. Attila dürfte sich mit unangenehmen Fragen seitens seiner Logades konfrontiert gesehen haben. Wer die Beobachtungen studiert, die Priskos anlässlich eines Gastmahls zu dem Attila geladen hatte, machte, wird rasch ermessen, in welche Schwierigkeiten der Hunnenherrscher zu geraten drohte, falls er versuchte, an den hart erkämpften Hierarchien innerhalb seines Verbandes zu rühren. Mit eifersüchtigem Argwohn scheint jeder einzelne hunnische Logas streng darauf geachtet zu haben, dass die mühevoll etablierten Rangstellungen erhalten blieben, was sich in einem streng hierarchisch geregelten Zeremoniell spiegelte. Dass dies auch mögliche politische Orientierung des Herrschers betraf, die jederzeit als gefährliche Aberrationen erscheinen konnten, muss nicht eigens betont werden. Die Verleihung eines Generalstitels an Attila musste in diesem Kontext dem Wurf eines zerstörerischen Erisapfels gleichkommen. Attila scheint darauf mit immer neuen Gesandtschaften, mit Wiederholungen, Erneuerungen und Ausweitungen seiner Forderungen gegenüber Konstantinopel reagiert zu haben, um vor allem gegenüber den Angehörigen seines eigenen Kriegerverbandes seine weiterhin bestehende Unabhängigkeit von den Römern zu demonstrieren. Seine Anmaßungen gegenüber Theodosius könnten in diesem Zusammenhang als gezielte Signale verstanden werden, dass er die Beförderung zum Magister Militum nicht akzeptierte. Und damit komme ich jetzt zum Schluss. Sollten die hier dargelegten Überlegungen zutreffen, so hätte die oströmische Politik die Ernennung Attilas zum Magister Militum als gezieltes Instrument zur Destabilisierung seiner Politik eingesetzt.
Damit hätte man sich eines Mittels bedient, das bei anderen nicht-römischen Verbänden zur Integration der Gruppen in das Imperium Romanum diente, zur Stabilisierung der Position einer Führungsfigur, die als Ansprechpartner gegenüber den römischen Autoritäten dann fungieren konnte. Beim hunnischen Kriegerverband aber, der sich unter anderem aus seiner prinzipiellen Separation vom Römischen Reich konstituierte, musste ein derartiger Schritt den gegenteiligen Effekt auslösen. Eine Erosion der Stellung des Herrschers und damit eine Destabilisierung des Verbandes insgesamt. Man scheint in Konstantinopel um diese Effekte gewusst zu haben. Sonst hätte man Attila den Heermeistertitel nicht gegen seinen Willen regelrecht aufzuzwingen versucht. Das aber setzt ein vertieftes, strukturelles Wissen um die Beschaffenheit des hunnischen Kriegerverbandes mit seinen Stärken und Schwächen voraus. Vor diesem Hintergrund wird man daher tatsächlich davon ausgehen können, dass die oströmische Führung genau wusste, was sie tat, als sie 449 den Plan zur Ermordung Attilas schmiedete. Die Kenntnisse über die Struktur der hunnischen Kriegerkoalition müssen exzellent gewesen sein. Es war jedenfalls, so viel kann nun sicher gesagt werden, bekannt, dass man dem Phänomen Hunnen am einfachsten über den Anführer beikommen konnte. Mit dessen Schwächung durch seine Erhebung zum Magister Militum war ein erster Schritt getan. Die endgültige Beseitigung Attilas sollte dann den Zusammenbruch des Verbandes einleiten. Freilich war ein Komplott dieser Größenordnung nicht ohne Risiko, wie sich nach seinem Scheitern ja auch zeigen sollte. Doch die Eliminierung des Hunnenherrschers hätte nicht nur eine Entlastung der Donauprovinzen in Aussicht gestellt, sondern sie sollte wohl auch die Hauptstadt von der unmittelbaren Bedrohung befreien. Und sie verband sich mit innenpolitischen Anliegen. Die Wirkungskreise des Isauriers Zenon hätten sich einschränken lassen, den Polemiken eines Nestorios hätte die Grundlage entzogen werden können. Für das anstehende Konzil von Ephesos wäre ein Signal der Stärke der kaiserlichen Führung zu erwarten gewesen und Theodosius hätte seine angeschlagene Imago als demütig frommer und in höchstem Maße gottgeliebter Kaiser wieder zurechtrücken können. Aus dieser Perspektive gewinnt der geplante Anschlag auf Attila seine Bedeutung und Qualität. Es handelte sich nicht lediglich um die Beseitigung eines unbequemen regionalen Potentaten, den man ohne größere Mühen jederzeit ausschalten konnte. Also nicht um ein routinemäßiges Instrument der spätrömischen Außenpolitik. Aber auch das Paradigma der Verzweiflungstat in scheinbar aussichtsloser Lage greift in diesem Fall nicht. Stattdessen scheint die Entscheidung in Konstantinopel ein nüchterner Kosten-Nutzen-Abwägungsprozess vorausgegangen zu sein. Dieser konnte sich auf fundierte Kenntnisse über die Struktur des Hunnenverbandes und ihren entscheidenden Schwachpunkt, den Herrscher, stützen. Über die Frage, woher die Römer derart tiefgreifende Kenntnisse bezogen, kann freilich nur spekuliert werden. Die Situation nach dem Tod des Hunnen Uldins um 409 und Rugas 434 sowie Attilas unsichere Position nach der Ermordung Bledas 445 könnten als Anschauungsmaterial gedient haben. Vielleicht war man aber auch bereits in der Lage, jenseits jener bekannten Barbaren-Topoi und Stereotypen, die sich in der antiken Literatur geradezu unweigerlich einstellen, wenn es um skythische Nomaden geht, bestimmte Eigen- und Besonderheiten des Hunnenverbandes denn doch zu identifizieren, weil man sie bereits von anderen nicht oder nur partiell sesshaften Gruppen an der Süd- und Ostgrenze des Imperium Romanum her kannte. Mit diesen Gruppen hatte man im Laufe mehrerer Jahrhunderte umzugehen gelernt und dabei mögen sich Erfahrungswerte eingestellt haben, die man nun auf die Hunnen zu übertragen vermochte, nachdem man einmal erkannt hatte, dass deren Verband anders strukturiert war als andere Barbarengruppen im Norden des Reiches, dass strukturelle Ähnlichkeiten eher zu den Nomaden in Afrika oder Arabien als etwa zu Goten oder Vandalen bestanden. Wie auch immer dieser mögliche Wissenstransfer, über den letztlich nur spekuliert werden kann, verlaufen sein mag, im Falle Attilas wurden spezifische Kenntnisse über nicht sesshafte Gruppen handlungsleitend. Als Theodosius II. Seiner Gesandtschaft zu den Hunnen den Geheimauftrag mitgab, Attila zu ermorden, ging er daher sicherlich ein Wagnis ein. Aber er wusste dabei sehr genau, was er tat. Er wusste auch, warum er es tat und er wusste um die möglichen Konsequenzen. Und damit danke ich Ihnen für Ihre Geduld. Denke ich, ergeben sich doch sicherlich einige Fragen und ich bitte darum, sie zu stellen.